Hallo, bei Reingedruckt geht es heute um Kreise und um Mittelpunktbögen. Fangen wir an mit den Kreisen. Als allererstes müssen wir wieder eine Ebene auswählen, auf der wir anfangen möchten zu zeichnen. Um einen Kreis zu zeichnen, gibt es zwei feste Varianten. Die Variante 1 ist der Kreis, da wird dann halt ein Punkt ausgewählt und man kann dann den Kreis ziehen. Man kann im Nachhinein hier reinschreiben, wie groß soll der Radius von dem Kreis sein. Funktioniert ohne Probleme. Man könnte zusätzlich aber auch hier fest definieren, wo soll der Kreis sein. Wenn wir jetzt hier beispielsweise schreiben 20 und 20, halt, wir haben einen Bezug drin in der Zeichnung, den löschen wir mal raus. Deckungsgleich, den nehmen wir mal raus. Jetzt gehen wir wieder auf unseren Kreis zurück. 20 und 20. Und wir möchten hier ein 15er Kreis haben, also ein 15er Radius haben. Wie würde das Ganze so aussehen? Ja. Die zweite Variante, um einen Kreis zu zeichnen, wäre eine Umkreisung. Die könnte man jetzt erstellen, indem man sagt, okay, ich möchte mehrere Sachen einkreisen. Also wenn jetzt mehrere Objekte auf der Zeichnung drauf sind, bei uns wäre das in dem Fall dann halt dieses, dieses und dann halt noch den Mittelpunkt mit reingenommen. Und schon haben wir drei feste Punkte definiert. Und jetzt können wir hier zusätzlich sagen, wie groß soll das Ganze denn sein? Machen wir mal hier wieder 30 mm als Radius. Und jetzt können wir hier zusätzlich, wenn wir möchten, den Mittelpunkt so verschieben, wie wir es gerne haben wollen würden. Ja, lassen wir erstmal so stehen. Finde ich erstmal so gar nicht so verkehrt. Wir könnten die vielleicht beide, die beide Röhre gleich machen. 12 und 12. So. Dann haben wir jetzt irgendwie 1. Dann müssten jetzt von der Theorie her alle drei Punkte auf einer Linie liegen. Aber das ist die zweite Variante, einen Kreis zu zeichnen. Und damit wäre der Part Kreise auch schon fertig. Da kann man halt wirklich nicht viel dazu erzählen. Das nächste, was es geben tut, ist der sogenannte Mittelpunkt. Und dort gibt es drei Varianten. Einmal der Mittelbogen. Da wird zuerst der Mittelpunkt. Oder wir gehen einfach alle miteinander durch. Ich zeichne als erstes mal mir eine Mittellinie ein. Hopp. Und nehmen wir den ersten. Und zwar ist es der Mittelpunkt. Wie heißt das denn genau? Mittelpunktbogen einfach nur. So, den wähle ich aus. Und zwar der erste Punkt, der liegt direkt auf meiner Mittellinie drauf. Und jetzt wähle ich mit diesem, wähle ich quasi schon aus, wie groß soll er sein. Und aber auch, ich lege fest, an welchem Punkt ist mein, welcher ist mein Startpunkt. Ja. Sage ich, okay, ich möchte hier bei 90 Grad anfangen und möchte bis runter auf 90 Grad runterziehen. Und jetzt habe ich einen Mittelpunktbogen gezogen, indem ich als erstes den Mittelpunkt, also den Zentrum ausgewählt habe, danach den Startpunkt und danach den Endpunkt. Genauso kann ich jetzt hier auch wieder sagen, ich möchte einen Radius haben, 20 mm. Ich kann auch hier weiterhin sagen, ich möchte für den Mittelpunkt, das sind die beiden Koordinaten hier, möchte ich einen Startpunkt haben von 100 mm in Minus. In Y bleiben wir bei 0. Und genauso möchten wir hier, ach, wechselt er automatisch mit, auch 100 mm. Dann haben wir hier einen 80 mm und auf 0. Und damit sind wir eigentlich schon durch. Also wir haben alles das bemaßt, was bemaßen geht. Angegeben, bemaßt haben wir es nicht. Weil wie gesagt, es ist immer noch eine blaue Linie und es bleibt so lange eine blaue Linie, bis dieser Bogen fest definiert ist. Ja? Aber zum Bemaßen kommen wir später. So, dann gibt es noch einen weiteren Bogen. Und zwar, wie schimpft er sich? Ein tangentialer Kreisbogen. Ha. Und dazu machen wir mal Folgendes. Wir nehmen uns mal jetzt hier eine ganz normale Linie. So. Stellen wir uns das Teil mal wieder gerade hin.
Und jetzt nehmen wir den tangentialen Bogen. Das heißt, wir setzen hier an. Ja, und egal wie ich anfange, die Linie ist immer tangential zu der, also der Bogen ist immer tangential zu der vorhergehenden Linie. Ja, also es ist immer ein sauberer Übergang, heißt. Also tangential heißt halt wirklich, der Übergang von der geraden Linie zum Bogen ist immer schön geschmeidig und ohne Kante, ohne Absatz, ohne alles. Und ja, bestätigen wir das Ganze. Und jetzt haben wir, gehen wir wieder auf den Bogen rauf. Und jetzt seht ihr hier wieder, haben wir die Möglichkeit, können eine ganze Menge verändern. Ja, also ich mache als erstes, trage ich hier mal wieder einen Winkel von 90 Grad ein und einen Radius von 35. Und der ganze Rest, der trägt sich dann irgendwo von alleine ein. Ja, was ich hier machen könnte, ist, ich könnte sagen, okay, die Linie soll sein 150 mm lang. Oh, ja. Aber wie gesagt, es ist nichts bemaßt. Und solange wie es nichts bemaßt ist, weiß ich noch darauf hin, bleibt die Linie blau. So, das nächste, was wir machen können, oder der nächste Bogen, den es geben tut, das ist der Drei-Punkte-Kreisbogen. Den setzen wir halt auch wieder hier auf der Mittellinie an. Jetzt nehme ich den ersten Punkt hier, also der Startpunkt. Der Endpunkt kommt auch auf den Kreis. Und dann könnt ihr hier den Bogen so ziehen, wie ihr das haben wollt. Ja, also, ja, machen wir einfach irgendein. Bestätige ich das Ganze erstmal. Und dann steht hier dann auch wieder da. Wo ist das Zentrum? Wo ist der Zentrum? Naja, das. Doch, wo ist der? Wo ist das Zentrum? Schreibt mal, wie das in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, wie es richtig heißt. Der Zentrum, das Zentrum. Aber ich würde sagen, das Zentrum. Dann kommt hier dann halt wieder der Startpunkt, der Endpunkt und hier dann halt der Kreisbogen und der Winkel. Ja. Und wenn ich jetzt hier alleine nur den Winkel verändern tue und ich sage, der Winkel, der möchte bitte genau 270 Grad sein, bestätige ich das Ganze, dann verändert sich schon wieder eine ganze Menge. Wenn ich den Kreisbogen dann auf, sagen wir, 25 mm haben möchte, verändert sich auch wieder ein bisschen was. Und wenn ich dann zusätzlich den Startpunkt in x- auf minus 130 setze, verschiebt sich der Kreis dann nochmal. Und so kann man halt im Vorfeld schon eine ganze Menge verändern. Vorausgesetzt, man weiß alles, wo es hinkommt. Wenn man frei modelliert, braucht man die Zahlen eigentlich gar nicht. Dann kann man einfach nur so drauf losmalen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sollten Fragen dazu da sein, gerne mit in die Kommentare. Und bis zum nächsten Tutorial.